Giordignano gehört mit seinen 1.900 Einwohnern zum Gemeindeverband Ostländer und befindet sich im Salento auf der westlichen Küste der Lecce-Provinz, wenige Kilometer von Otranto entfernt. Die Gemeinde von Giordignano wird sinnvollerweise Italiens megalithischer Garten genannt. Sie bewahrt ein sehr wichtiges historisches Erbe auf. Zahlreiche Dolmen und Menhire, die bis zur Bronzezeit zurückgehen, verzieren die felsige Landschaft. Das Gebiet behaltet noch heute die alten Überreste der landwirtschaftlichen Gemeinschaft des Salentos und gerade das Land bietet die Beweise der blühenden Agrarindustrie an. Es ist noch heute üppig mit seinen sehr gut gepflegten Olivenhainen und mit seinen traditionellen ländlichen Steinhäusern sowie die sogenannten Bajare und die Trockenmauerwerke, die die umliegende Landschaft verzieren und begrenzen. Man riecht und man spürt auf den grünenden Ländern die Brise des Kanals von Otranto, wo die Olivenbäume blühend ziehen und sich in breiten Wäldern im gesamten umgebenden Gebiet abzweigen. Jahrhundertelang hat die Ölproduktion die Wirtschaft von Giordignano gestützt und noch heute nimmt das von den Oliven dieses Ort gewonnenen Öl die erste Stelle im salentinischen Agrar- und Ernährungssektor, besonders für seine Echtheit und Erlesenheit an. Die vielen Länder und der Überfluss ihrer Früchte tritt in der traditionellen Küche von Giordignano wieder auf. Das kann man in den Restaurants der alten Ortsmitte probieren. Die typische Küche spielt ihre Hauptrolle auf den berühmten Tischen Heiligen Josefs nach einer alten Gewohnheit des Gebiets von Otranto. Jedes Jahr am 19. März, anlässlich des Festtages des Schutzpatrons, trägt die Gemeinschaft von Giordignano einige Tische mit zahlreichen wohlschmeckenden und unverfälschten typischen Gerichten des Orts auf und die gesamte Gemeinschaft nimmt daran teil. Ursprünglich stellten die Tische Heiligen Josefs ein Moment christlicher Gemeinsamkeit, im Zeichen des geselligen Empfangs und der Barmherzigkeit gegenüber den Bedürftigsten dar. Die Anthropisierung des Gebiets geht zu den sehr alten Zeiten zurück, obwohl die ersten Quellen über Giordignano im Laufe der Herrschaft der Normannen und der Schwaben bewiesen sind, als das Lehen von Tancredi von Altavilla Niccolò aus Noa gewähren wurde. Die Geschichte der Gemeinschaft von Giordignano tritt wieder auf, wenn man unter den kleinen Gassen der Ortsmitte spaziert. Hier entdeckt man den Zauber der salentinischen Glaubwürdigkeit wieder. Man starrt für die warmen Farben der Gebäude an, die sich mit dem strahlenden Himmel mischen. Verschiedene Gebäude der Ortsmitte beweisen die stürmische Vergangenheit des Salentos, das mehrmals von den türkisch-osmanischen Angriffen geschlagen wurde. Es ist der Fall von dem Palazzo Villet, Gebäude reich an Türmen, das aus dem 16. Jahrhundert stammt und von dem mächtigen Portal mit Bossenwerken kennzeichnet ist. In Giordignano zeigt sich die Geschichte dem Besucher mit wunderschönen historisch-künstlerischen Schnörkeln, die die wichtige Vergangenheit beweisen, die von der italienisch-griechischen Kultur und von der noch heute in der Gemeinschaft sehr gegenwärtigen religiösen Tradition triefend ist. Wenn man Giordignano besucht, scheint es, als ob man in den Garten des salentinischen Gedenkens spaziert. Man bemerkt dennoch eine große Aufmerksamkeit für den Empfang der Touristen und für die Valorisierung der Kultur.